Hallo Cars-Fans und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Cars. Heute möchte ich euch mal wieder ein Deluxe-Modell vorstellen und zwar ist das Isle of the Lightyear Blimp. Der Lightyear Blimp ist die Nummer 9 von 18 aus der Piston Cup Serie und wird in Deutschland für 14,99 € verkauft. Hier wie gewohnt nochmal ein kurzer Blick auf die Rückseite der Verpackung. Hier ist der Aloft mit seinem Namen in verschiedenen Sprachen nochmal abgebildet. Die ersten Versionen des Aloft waren ja um 30% kleiner. Ab der Resorama-Serie wurde dann die vergrößerte Version als Deluxe-Modell verkauft. So ein Deluxe-Modell habe ich jetzt hier vorliegen, den möchte ich jetzt gerne mal auspacken und dann schauen wir uns den mal näher an. Hier ist der Aloft jetzt mal ohne Verpackung. Ich musste da hinten was drunter stellen, weil sonst das Ganze nach hinten umfällt. Das Modell besteht aus Metall und Kunststoff, ist im Maßstab 1:55 und der Hersteller ist Mattel. Der Aloft kommt in beiden Cars-Filmen vor und schwebt über den Rennveranstaltungen. Er macht Werbung für Lightyear-Reifen. Zur Verarbeitung. Der Aloft ist recht einfach gestrickt. Er besteht insgesamt aus 7 Teilen. Da hat man einmal die Kunststoffteile. Das ist der Flugkörper, der besteht aus 2 Teilen. Dann hinten das Leitwerk. Das besteht aus 4 Teilen. Und natürlich unten die Kanzel. Die ist aus Metall und ist von unten an den Flugkörper befestigt. Insgesamt sind das 7 Teile. Das Dekor ist komplett aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Da hat man hier auf der Seite jetzt den Lightyear-Schriftzug, hinten das Passi, dann unten an der Kanzel, das ist auch komplett aufgedruckt. Das lässt sich jetzt hier etwas schlecht zeigen. Also im Großen und Ganzen ist er recht einfach gestrickt, sieht aber gut aus. Im Anschluss jetzt an das kleine Video könnt ihr euch das Modell natürlich nochmal genauer anschauen. Ich möchte mich schon mal verabschieden. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und vergesst bitte das Abonnieren nicht. We'll be right back.